Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? TerraFox hier von der Erde. Nun spielen wir ein neues Sonic Fangame in 3D. Und zwar Sonic Utopia Early Demo. Und ja, dann schauen wir mal rein. Ich habe das Spiel noch nicht angespielt. Ich habe mir ein bisschen angelesen, was bei How to Play steht. Und ja, nehmen wir rein. Nehmen Controller. Der Controller funktioniert. Ja, schaut euch das mal an, wunderschön bunt, kunterbunt und jetzt rennen wir als Sonic hier durch die Gegend. Okay, ich glaube, die Kamera spinnt ein bisschen. Oh, gestorben. Okay. So ganz raus habe ich es noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie ich. Also mit der rechten Schultertaste kann man rollen. Wo? Habe ich es überlebt? Wir haben es überlebt. Oh je. Jetzt sammeln wir Ringe auf. Oh je. Wo geht's lang? Okay. B, mach mal einen Moonwalk. Wo? Na, gibt da Gas. Kann man sich auch hier einrollen? Irgendwie spindisch. Spindisch ist Schultertaste und A. Ja, jetzt haben wir spindisch. Oh Mann. Die Welt ist aber ganz schön weiträumig. Viel Platz zum Rennen, aber wo es lang geht, ich weiß es nicht. Oh, ist das groß! Okay. Der Start war jetzt nicht so gut, aber jetzt geht's weiter. Oh, haben wir Flicky gerettet. Und jetzt haben wir den Hastings gerettet. Ah, unter Wasser geht's auch weiter. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Das war jetzt nicht gut. Und jetzt laufen wir jetzt mal weiter hier. Sonnenblumen vorbei, die tanzen. Ah, Mann. Wie soll man denn da hochkommen? Guck mir so vor, da haben wir jetzt die Ringe mitbekommen. So haben wir schon 49 Ringe. Ist das groß? Schaut mal, wie weit es da läuft. Wie weit es da hinten hingeht. Nicht doch.
Okay. Bumm. Okay. Vielleicht fangen wir im Häschen. Okay, das bringt nichts. Das Häschen zufolge, was macht das Häschen da? Ja. Boah, Stacheln. Wenn ich drauf fallen. Also. Ja, soll ich sagen, das spielt sie nicht schlecht, aber schlau werde ich nicht draus. Schlau werde ich jetzt nicht draus. Wo geht's hier lang? Hier lang. Oh nein. Oh, die Kamera. Wo will die hin? Nicht lachen, Leute. Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Ich renne hier einfach nur durch die Gegend. Und schaue mir die Umgebung an, wie gleichzeitig das ganze Level ist. Nein! Wieder unter Wasser gekommen. Ja, sollen wir nur eine Luftblase kriegen? Ich glaube, da hoch kann man kommen. Ah, endlich sind wir aus dem Wasser raus. Wie sollen wir jetzt rüberkommen? Wir keine Brücke oder sowas. Oh nee, man kommt hier nicht weiter. Das ist der schwerste Endgegner, den ich je hatte. Das ist die Stage selbst. Ah, sehr gut. Dachte, wir trinken. Nein. Oh je. Yeah. Ich glaube, das ist das Ende der Map. Oder Ende der Stage-Sachen, ja. Nein! Nein! Ah, schon wieder! Das nervt! Der blöde Fluss! Ich komme nicht drüber weg! Ich komme nicht drüber weg. Da.
Dann geht's auch weiter, wenn wir hier drüber kommen. So. Geht doch. Okay, Bandix Vermöbel ohne Homing Attack ist auch etwas schwieriger. Die geht noch weiter. Die Karte geht noch weiter. Die geht noch richtig weiter. Schaut euch das mal an, da im Horizont. Gut, weil das hier mit Schaltgeschwindigkeit laufen, dann kommen wir noch gar nicht an. Das ist irgendwie noch ein Checkpoint. Hier ist noch rechts. Die Steuerung fühlt sich gut an, muss man schon sagen. Schon nicht schlecht. Hey, wir haben noch über 100 Ringe, wieso bekommen wir kein extra Leben? Oh Mann. So haben wir eins bekommen. Ja, wir haben da hinten schon ein Schild. Danke für Playing. Ja. Das war Sonic Utopia, soll man sagen dazu. Jetzt fängt wieder von vorne an. Mr. Lank und Murasaki. Sonic Utopia, die Demo. Ja. Aber das Spiel hat gefallen. Und ja, es ist etwas kurz, aber es ist ja auch nur eine erste Demo. Aber ja, hat Spaß gemacht. Und ja. Und ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.